Hallo und herzlich willkommen zum ersten Duell der Berlin Rallye Championships. In dieser neuen Serie hier auf der Kress Garage werden wir von Zeit zu Zeit zwei Rallye-Legenden in einem spannenden Duell gegeneinander antreten lassen. Wir springen in das Jahr 2004 und Hermund Söhlberg in seinem Subaru Impreza und Loeb in seinem Citroën Xara eingeladen. Zwei Legenden, die jeder Rallye-Liebhaber kennen sollte. Beide Rivalen stehen an der Spitze und gehören zu den Topfahrern der FIA Rallye-Weltmeisterschaft dieses Jahres. Die heutige Etappe führt uns durch den sonnigen Sonnenblumengarten im Treptower Park hier in Berlin. Gefahren wird auf grobem Schotter und da muss man schon wirklich den Wagen unter Kontrolle haben. Natürlich gibt es auch schöne Ausblicke, aber darum geht es nicht. Neben vielen Geraden gibt es auch harte Kurven, die gebändigt werden wollen und da müssen beide Fahrer zeigen, was in ihnen steckt. Wir hören in der Ferne schon die Motoren aufrollen, gleich geht es los. Als erstes wird Loeb an den Start gehen. Er ist seit 2001 Werksfahrer für Citroën und sitzt seit 2003 fest am Steuer des Xara. In diesem Jahr steht er aber nicht mehr im Schatten von Carlos Sainz, sondern darf ungezügelt zeigen, was in ihm steckt. Die Zeit startet und Loeb ist auf der Strecke. Wie er mit diesem Untergrund zurechtkommen wird, werden wir am Ende mit der Zeit sehen. Die erste Kurve nimmt er recht weit. Eine lange holprige Gerade und man kommt die erste Zeitmessung. Da haben wir die erste Zeit und es sieht eigentlich ganz gut aus. Was diese Zeit bedeutet, sehen wir erst, wenn beide Fahrer gefahren sind. Mit sehr hoher Geschwindigkeit geht er hier in die Kurve. Wird weit rausgetragen, aber fängt sich noch. Ja, diese Schatten-Lichtspiele machen einem das Fahren schwer. Die zweite Zeit und er hat etwas Zeit rausgeholt. Da wird er weit rausgetragen. Konnte sich aber noch fangen, ist wieder auf Spur. Auch wieder hier eine weite Kurve, aber er kann sie sehr schnell fahren. So langsam nähern wir uns die Ende, die vorletzte Zeit. Da kommt er ein bisschen von der Strecke ab, aber die Zeit wurde genommen. Na, er wird wieder etwas langsamer hier, aber jetzt kann er noch mal etwas Gas geben auf der Geraden. Eine der letzten Kurven. Nochmal geradeaus und ab durchs Ziel. Was diese Zeit sagen wird, werden wir sehen, wenn Söhlberg auf die Strecke gegangen ist. Und da kommt auch schon der Rallye-Weltmeister aus dem Jahr 2003 an den Start. Söhlberg in seinem blauen Subaru mit den goldenen Felgen muss jetzt erstmal beweisen, ob er den Titel verdient gewonnen hat. Denn mit nur einem Punkt Vorsprung vor Loeb hat er damals gewonnen. Was es bedeutet, werden wir jetzt sehen, da geht's los. Dass auch der Norweger glänzend mit Schotter zurechtkommt, werden wir ein sehr spannendes Rennen hier sehen. Auch er muss mit der sehr tief stehenden Sommel kämpfen. Wird hier weit rausgetragen. Ah, kurz vorm Gebüsch fällt er den Wagen aber wieder ein. Die erste Zeit und er liegt etwas hinten. Er hat einen leichten Kontrollverlust über den Wagen, aber er kommt ihm noch auf die Straße. Wieder Zeit rausholen. Die Kurve nimmt er sehr hervorragend. Auch hier kommt er sehr weit raus, aber hat noch Grip und kommt auf die Straße zurück. Die zweite Zeit. Er hat etwas Zeit wieder rausgeholt, aber liegt knapp hinter Loeb. Ist sehr gut zu sehen, wie die Greifen in die Steine reingreifen. Da wird er weit rausgetragen, kann er die Zeit wieder reinholen. Ah, man sieht, er hat Zeit verloren, aber nicht nur knapp hinter Loeb. Jetzt muss er wirklich alles geben, um zu beweisen, dass er Weltmeister geworden ist, verdient Weltmeister geworden. Etwas muss er die Strecke hier abkürzen, aber er kommt damit klar. So, eine der letzten Kurven. Wir sehen das Ziel. Kann er noch Zeit rausholen? Das war knapp. Wir warten auf die Zeitauswertung und
Erstaunlich, mit einigen Hundertsteln hat es Söberg geschafft, Löb zu schlagen. Und damit gratulieren wir Söberg zum ersten Sieg der Berlin Rallye Championships. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da, während Söberg mit einigen Donuts hier auf dem Schotter seinen Sieg feiert. Wen wollt ihr als nächstes sehen? Welche Rallye-Legenden sollen wir aus den Asphalt oder auf den Schotter freilassen? Lasst ein Abo da, liked uns und bis dahin. Ciao und tschüss, eure Kress Garage. Ihr wollt mehr von unserer Erzählwelt sehen? Dann folgt uns auf Instagram, YouTube oder Facebook.